Moin Sascha, was hast du uns denn da heute mitgebracht? Ach, hi Malte. Ich habe mal hier die Hochbeete von uns aus dem Lager mitgebracht. Hochbeete? Sehr interessant. Die wollte ich mir mal angucken, weil die fand ich schon ziemlich praktisch. Aber ich wollte mal gucken, wie sich die aufbauen lassen. Aber das ist kein Holz, ne? Nee, das ist kein Holz. Witterungsbeständiger Kunststoff. Es hält einfach ewig und geht nicht so schnell wie kaputt. Wie Holz. Ja, dann fangen wir an. Da bauen wir mal jetzt mal eins auf. Gucken wir mal, wie das aufzubauen ist. Ob das wirklich schwer ist oder wirklich so leicht ist, wie es da drauf steht. Brauche ich dafür Werkzeuge oder geht das komplett werkzeuglos? Also laut Anleitung geht das komplett werkzeuglos. Wir wollen aber mal gucken, ob das wirklich so stimmt. Weil die werden wirklich nur mit diesen einfachen Kunststoffstiften hier zusammengehalten. Also okay. Rausgehen die schon mal sehr leicht. Haben wir noch was dabei. Was sind das für Teile? Das sind Wasserspar-System von der Firma Graf. Und zwar kommen die nachher unter die Pflanze, 10 cm ungefähr, okay. Und die speichern nachher das Wasser in diesen Behältern, damit das ganze Wasser nicht durch das ganze Beet durchsickert. Aber das zeigst du uns nachher noch. Aber das zeige ich noch mal nachher am fertigen Beet. So, dann machen wir hier mal weiter. Sieht auf jeden Fall schon relativ easy aus. Das geht wirklich kleine Chips. Was ist denn, der Vorteil von so einem Hochbeet? Also warum soll ich meine Paprika oder Zucchini nicht einfach in den Boden knallen? Also der Vorteil ist einfach, man hat erstens eine bessere Höhe, um die Sachen zu bepflanzen. Weil der Vorteil von diesem Hochbeet ist wirklich, man kann die zusammenstecken. Also es gibt mehrere Systeme davon, also mehrere Einheiten. Die kann man wirklich übereinander stecken, das wir nachher auch zeigen werden. Und so braucht man sich nachher auch nicht mehr bücken. Man kann wirklich von oben die Sachen bepflanzen, die Pflanzen schneiden, gießen. Also ist einfach einfacher und praktischer. Was ist denn mit dem Lieferumfang? Wenn ich jetzt, ich sag mal, ein so ein Paket kaufe, was ist da drin? Kriege ich da direkt so ein komplettes Hochbeet oder wie kann ich mir das vorstellen? Also im Lieferumfang ist immer ein so eine Reihe sozusagen erhältlich. Ein so eine Reihe, also immer quasi alles das, was ich jetzt sehe, ist ein Paket. Genau, das ist ein Paket und die sind halt unendlich erweiterbar. Also übereinander. Oder auch seitlich, das kann ich gleich mal zeigen, das habe ich glaube ich auch schon hier. Das kann ich mal holen, Moment. Und zwar gibt es hier dieses Erweiterungsset, nochmal okay. 55 cm. Also die Wände haben generell 55 cm. Und da sind dann zwei Elemente drin, einmal diese Seite und auf der anderen Seite. Genau, hier zwei Elemente, die kommen dann nachher, sozusagen kann man den Stift wieder rausziehen, hier einklicken und dann halt das Ganze einmal um 55 verlängern, cm okay. Verlängern. So Sascha, wir haben jetzt ein Hochbeet sozusagen fertig, aber wir wollen ja noch in die Höhe gehen. Wie geht das jetzt, dass du die übereinander stapelst? Also das Stapeln ist ganz easy bei den Dingern. Man nimmt den einfach nur, die haben ja so eine an der Unterseite so eine Einkehr, also eine Verlängerung. Die passt ganz einfach. Wenn man es richtig übereinander stellt, macht das drauf. Ja, das ist natürlich easy. So, ist der Boden ein bisschen schief. Her einfach drauf gesteckt, fertig. Sascha, wie sieht das denn aus mit der Wartung? Sind die genauso anfällig wie Holzhochbeete oder habe ich hier Vorteile? Also hier hat man klare Vorteile. Also warten braucht man hier gar nichts, weil die komplett witterungs- und UV-beständig sind. Das bedeutet, man muss nicht streichen, man muss das Ding nicht im Winter reinholen. Also eigentlich hält das Ding ewig. Selbst nach Kauf erhält man auf dieses Set hier, also auf einen so eine Strebe, Boden, 5 Jahre Garantie. Das ist natürlich ziemlich cool. Sag mal Sascha, gibt es denn nur diese sechseckige Form inklusive Verlängerungsset oder gibt es da auch noch irgendwie was anderes im Sortiment? Ja. Es gibt von diesem auch noch das Quadro, das heißt die viereckigen, in verschiedenen Größen sogar. Die gibt es in S, M und in L und da sind alle Wünsche eigentlich offen. Ah, okay, sehr gut.
So, Sascha, also das ist so quasi die Standardausführung, wie man es auch von den Prospekten kennt. Aber man ist ja super, ich sag mal, flexibel, wenn man ein bisschen kreativ ist. Zeig uns doch mal, wie du es noch aufstellen könntest. Es war wichtig noch mal zu erwähnen, ist noch einmal, dass dieses Set immer nur aus einem so einem Teil besteht. Und man es, wie gesagt, lang hinstellen kann, eine schöne Treppe. Okay, also nochmal, Lieferumfang ist nur, wenn du ein Paket kaufst, dieses eine Element. Ein Teil. Und manchmal wird ein bisschen irregeführt, weil meistens online wird immer meistens so dieses Set angezeigt. So wie ich es jetzt am Anfang aufgebaut habe. Also wenn ich, sag mal, den Turm haben will, ein klassisches Hochbeet, dann muss ich schon drei Pakete bestellen. Genau, drei Pakete. Sieht halt auch klasse aus, wenn der befüllt ist. Wie gesagt, man ist wirklich komplett offen, wie man es dann auf die stellen will. Als Treppen, wie gesagt, oder ihr könnt es auch wieder auseinandernehmen. Kleine, zum Beispiel auch Salat jetzt. Da muss man nur kreativ sein, ja. Genau, man kann wirklich sein ganzes Grundstück, so wie man es halt haben möchte oder Platz hat. Okay. Ein ganz klarer Vorteil ist noch, man muss diese Sachen gar nicht mal als Hochbeete nutzen, sondern man kann diese sogar als Komposter benutzen. Als Komposter, okay. Genau, man baut es einfach in der Höhe so auf und kann halt einfach offenen Komposter. Ein offener Komposter sozusagen, genau. Ja. Das ist auch keine schlechte Idee. Wir hatten hier noch mal vorhin über diese grünen Teile gesprochen. Die kommen jetzt zum Einsatz, wo wir fertig sind, oder? Genau, die legen wir jetzt einfach hier ins Beet. Also das heißt einfach ins Beet. Wir machen ein Loch, das tief genug ist für die Pflanze auch. Und die kommen dann halt mit der Öffnung nach oben unter die Pflanze. So ein Wassersparsystem. Ne? Genau, da läuft nämlich das Wasser beim Gießen hier rein. Und die Wurzeln, das kann ich zeigen, die sind nachher so sozusagen da drüber und können sich aus diesem System Wasser rausziehen. Weil sonst, wenn man halt normalerweise gießen würde, wird das Wasser in diese hohen Hochbeete bis oben hinlaufen und oben halt irgendwann trocken. So spart man halt deutlich Wasser. Und die mache ich überall dahin, wo ich Pflanzen einsetze, im Idealfall, ne? Genau. Okay. Sechs Stück sind dabei. Sechs Stück pro Paket, oder? Pro Paket, ja. Sollte also völlig ausreichen. Das ist ja schon mal super.